Servusle und herzlich willkommen zurück bei Raft mit Eichi und mit mir. Hallo. Hallo. Ihr kleinen Schnecklein. Ja, geht gut vorwärts. Wir kommen voran. Wir haben ein Raft, wir haben genug zu futtern. Ah, wir springen vom Raft runter. Ah, wenn ich jetzt bloß endlich die letzten Netze noch fertig kriegen würde, das wäre goldig. Aber goldig? Ja, goldig. Sag ich in letzter Zeit immer wieder. Habe ich mir irgendwie angewöhnt. Weiß nicht, von wem ich das auch wieder habe. Habe ich irgendwo mal gehört und seitdem sage ich immer goldig. Das wäre goldig. Also. Das wäre goldig. Das wäre mir ein Pläsier. Ja, das sagst du immer. Ja. Das weiß ich. Ja, ich kann wieder eins machen. Juhu. Ja, dann haben wir es doch bald. Ja, zwei Stück fehlen noch. Was kostet die Wasserflasche? Die Flaschenwasser. Was willst du machen? Ah, 4 Gel. Einfach die Flasche in die Erforschung reinknallen, weil die haben wir nämlich noch nicht erforscht. Okay. Du verstehst? Müssten wir wahrscheinlich Kleber machen. Jo, 3 Stück. Mach ich. Achso, da liegt jetzt noch das Eisen drin. Wenn das Eisen durchgeschmolzen ist, mal noch nicht neues nachlegen. Dann hau ich Kleber rein. Das Zeug hab ich gerade einstecken. Achso, ja, ist ja egal. Dann sag ich dir Bescheid. Yeah. Ja, ich kann immer ein bisschen drauf schauen. Ich bin ja auch hier hinten unterwegs, ne? Das brauchen wir eigentlich gar nicht angeln, weil das würde sowieso alles hängen bleiben. Nee, da wäre. Ich habe jetzt ein bisschen was einsammeln müssen, weil das wäre hinter unserem Boot einfach vorbeigetrieben. Okay, da hinten ist eine Insel, falls du hin willst, aber ich weiß nicht. Ich würde jetzt sogar sagen, wir ignorieren jetzt die Inseln mal. Ja, an der sind wir eh schon so mehr oder minder vorbei. Aber da vorne ist ein kleines Floß, das nehmen wir mal mit. Ne, vorbei sind wir nicht, wir sind eigentlich genau auf der Höhe von der Insel. Ja, aber wir müssten jetzt komplett querfahren und ich glaube, das dauert dann erst einmal wieder ewig. Ja, kann gut sein. Na, aber ich würde halt das Flößchen da vorne würde ich ganz gerne mal mitnehmen. Vielleicht ist ja mal wieder was Nützliches drauf. Das stimmt. Oder beim... Ja, ein Flößchen können wir ja mitnehmen. Ist ja kein Ding. Mal Kleber. Die Eisenbahn packen wir hier rein. So, ja, Kunststoff habe ich genug. Ah, warte mal, ich kann mir, nachdem ich jetzt eh gerade hier bin, auch einfach gleich mal einen neuen Haken machen. Hast du noch Seile oder Palmleiter? Sekunde, kann ich dir gleich geben. Ich will bloß halt vorher schnell mal einen Haken craften. 3 und dann machen wir hier aus einem. Einen neuen Haken und dann machen wir einen Hai kaputt, der uns nämlich schon wieder am Bötchen knabbert. Ja, genau deswegen baue ich da außen was rum. Ja gut, das hatte ich dir ja gesagt, dass das so besser ist. Ja, klar. Nee, links, rechts, vorne, hinten. Palmblätter sind hier drin, aber viele sind es nicht geworden. Jedes Palmenblatt hilft. Kunststoff packe ich da auch noch mit rein. Also, genau, und dann war ja das hier. Das packen wir auch mit rein. So, lieber Eisen oder lieber Kupfer? Mach erstmal Kupfer, würde ich sagen. Weil Eisen haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was. Hm. Ich mache jetzt dann auch noch mal 2 Öfen. Du hast, wenn er da hat Wasser nicht aufgefüllt. Oh, habe ich das vergessen? Was schon, wir haben ja jetzt mittlerweile die Flaschen. So, ich gehe mal kurz auf das Floß rüber. Hm? Hui. Mach da was. Ich würde jetzt auch sagen, tu das, Judas. Aber... Weiß nicht. Au! Vorsicht, hi! Ja, okay, ein Bolzen, 2 Steine und ein Seil. Ja, war jetzt auch nicht so... Hui. Aber wir brauchen eigentlich gar nichts mehr angeln, weil das Zeug bleibt sowieso alles hängen da hinten. Nur die Sachen angeln, die wirklich vorbeischwimmen hinten. Hm? So, eine Flasche craften. Nein, jetzt habe ich keinen Kunststoff mehr. vorne kommt übrigens gerade ein Fässchen angetuckert. Hier, Kunststoff, ich gebe dir. Na, ich habe schon. Hier drin ist jede Menge. Okay. So, jetzt habe ich nämlich eine Flasche hier mal in die Erforschung packen. Wo ist sie denn jetzt da? Erforschen, wir können machen.
Da 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 da. Boah, eine Taucherflasche, geil. Jo. Und da 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 da. Fernglas. Auch cool, aber nicht so geil. Mhm. So, was so. Brauchen wir jetzt dann noch? Wir brauchen jetzt dann eigentlich bloß noch die Leiterplatten. Ja, ich kann das letzte Netz machen. Juhu! Leiterplatten, Federn. Oh, und dann wird's noch interessant. Woher kriegen wir explosives Pulver und Schmutz? Ich hab das selber noch nicht in meinem privaten Spiel. Oh. Ich vermute, du kannst später auf Inseln kommen und da kannst du in Höhlen. Und dafür braucht man dann die Schaufel und ich vermute, dass man da das irgendwie ausbuddeln kann. Weil ich habe noch nicht rausgefunden, wofür die Schaufel da ist. Man kann ja eine Schaufel craften. Mhm. Ja gut, man kann ja... Hast du schon mal versucht, auf einer Insel einfach zu buddeln? Ja, habe ich probiert. Geht, ah, okay. Geht nicht. Oh, ja, wir haben unsere Sammelstelle. Wir brauchen einfach nur fahren. Mhm. Geil. Okay, Könnten wir uns ja dann eigentlich tatsächlich sogar so langsam mal so an Geschichten wie die Antenne und den Empfänger machen. Dafür brauchen wir ein zweites Stockwerk. Da müssen wir erst hier hinten ausbauen. Ah, okay. Ja, dann mach mal. Ja, Alter, ich muss erstmal. Ja, ich kann eigentlich anfangen. Ich habe eigentlich alles. Ich könnte hier schon anfangen, uns jetzt hier das Lagerhaus zu bauen, wenn du möchtest. Ja, dann fangen wir mit dem Lagerhaus an. Dann müsste aber dein Grill ein bisschen weg, der stört da ein bisschen, glaube ich. Dann warten wir, bis wir das Holz da draus weggegrillt haben, ja, oder? Ja, und die zwei Öfen müssten dann auch woanders hin. Dann mache ich so lange nochmal zwei neue Öfen, bis das gegrillt ist. Und dann müssen wir das ganze Zeug mal da abreißen, weil das muss dann alles woanders hin erstmal. Ja. Ja gut, dann legen wir aber mal... Schmelze. Gut, kriegen wir ja eigentlich halbwegs Holz. Ich habe jetzt auch schon wieder 20 einstecken, du dürftest auch schon ein bisschen was haben, oder? Ich habe ordentlich Holz. Ja, weil dann zur Not können wir es auch einfach, wenn das Zeug durchgeschmolzen und durchgegrillt ist, einfach abreißen. Scheiß auf die 5-6 Planken, die wir dann verlieren. Bloß halt das Kupfer und die Fische würde ich jetzt ungern wegschmeißen. Nee, lass ruhig fertig machen und dann... Ich guck bloß gerade... Schrott war hier drin. Die Nägel brauche ich. Okay, Seile und Palmwedel. Wo war denn das? Hä, wo hatten wir denn Seile und Palmwedel? Ich blick schon wieder nicht genau mehr durch. Genau in der Kiste da. In der hier, ne? Ja. Wir brauchen dann mehr Kisten. Oh, da ist wieder ein Floß, aber ich glaube auf das Floß pfeifen wir, oder? Ja, so Weil tolle ist... Sachen sind da jetzt auch nicht drauf. Ja. Dann nehmen wir lieber das andere Zeug mit, was wir in die Netze fangen können. Und da ist schon wieder ein bisschen was drin. Ja. Und Harald knabbert uns schon wieder an. Oh, nein. Naja, zu spät. Egal. Absolut, ich habe nämlich keinen Kunststoff. Ja, ich habe alles. Ich bin hier der Baumeister. Jo. Aber ist schon cool, oder? Bleibt hinten alles hängen. Läuft auf jeden Fall. Wie sagt man so schön? Lübderlachs. Da lebt der Lachs. Ja, so. Ja. Was? Alter, ich habe 93 Holz. Okay. Ja, ich habe auch noch mal so viele 20 einstecken. Die sind ratzfatz weg. Ja. Wenn ich jetzt hier baue. Ich habe gerade mein Inventar leer gemacht, dass ich Platz habe. Und jetzt ist es wieder voll. den Schrott kann ich eigentlich auch ablegen. Den brauche ich jetzt mal nicht. Den Bolzen kann man ja hier mit reinpacken. Dann, also jetzt geht's aufwärts, Freunde. Jetzt fangen wir richtig an. Ja. Wir kommen so langsam vorwärts. Sollten wir uns bei Gelegenheit auch... was heißt bei Gelegenheit? Warte mal. Was brauchen die Taucherflaschen denn? Wir haben jetzt zwei... Moment, wir haben zwei Schmelzen, ne? Hier ist noch ein Trockenziegel. Ist die Frage. Würde sogar relativ günstig, wäre sogar halbwegs günstig. Was wäre günstig? So, ich, während du dich um den Umbau hier hinten kümmerst, ja. Gleich mal zwei Taucherflaschen und zwei Flossen für uns craften. Könntest du machen, weil wir müssen ja dann bald eh wieder tauchen. Ja. Aber dann schaue ich nämlich mal, dass ich mich da ein bisschen drum kümmere. Okay. Das heißt, wenn die Schmieden jetzt dann, also Grill könnten wir wegbauen. Ich bin mit dem Schmieden müssten dann aber auch weg. Nee, deswegen sag ich ja, wenn du die
Ich lege mal eins nach. Wenn du die Schmieden jetzt dann umgebaut hast, ja, setzen wir sie doch einfach einmal hier. Oder? Aber wo willst du die dann letzten Endes hinsetzen? Weiß ich noch nicht. Ich baue jetzt erstmal vielleicht nach oben, ins obere Stockwerk dann. Ah, okay. Eventuell. Ich mache jetzt erstmal hier Trockenziegel, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache. Na. Trockenziegel. Eins. Jetzt haben wir 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Einen muss ich noch machen. Dann kann ich noch 2 Öfen machen damit. Machen wir noch 3 Öfen, dann haben wir 5. Mhm. Okay, dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, können nicht schaden. 4, 5, 6. Gut, den Rest würde ich jetzt erstmal aufheben. Ach, verdammte Axt. Den Rest heben wir mal auf. 17, jetzt habe ich 18 Trockenziegel dann, genau. Passt. So, jetzt muss ich. Das Ding ist voll. Hier kurz. Also den einen Ofen, den leeren, du kannst beide Öfen eigentlich wegbauen. Okay, mache ich gleich. So, da bin ich soweit durch. Grill können wir auch wegbauen. Jetzt haben wir zumindest schon mal 8 Kupfer. Und Eisenbahn und sowas crafte ich dann wieder, wenn das Ding wieder steht. Ja, vor allem dann stehen ja oben gleich 5 Stück. Steht ja gleich wieder mehr. So, ja. Ich hol mir mal hier gleich wieder das Zeug raus. Ah, Geglibber haben wir aber nicht mehr so viel, ne? Von dem Seetang. Ja, aber der braucht nicht so lang wie Eisen. Das ist ziemlich schnell gemacht. Vor allem, wenn wir 5 Öfen haben. Der ist schnell gemacht, aber wir haben nicht mehr so viel. Wir haben noch 13 Seetang. Da ist die nächste Insel, sollte man eigentlich fast wieder ansteuern, dass wir ein bisschen Seetang herbekommen. Okay. Ja, können wir machen. Na? So, dann den Grill kann ich auch abbauen, hast du gesagt? Jo. Aber gibt im Moment keinen Rohfisch, den wir irgendwie noch grillen könnten. Und die Kartoffeln und sowas würde ich jetzt erst einmal noch nicht grillen, weil ich würde letzten Endes dann für die Kartoffeln dann eher in so ein kleines Beet einpflanzen. Ja, das Beet würde ich dann aber auch. Ja, müssen wir dann schauen, wo wir die Pflanzen halt hinmachen, weil da würde ich dann auch die Bäume und das Zeug hinmachen. Da hinten ist eine Insel übrigens. Ah, ich sehe es. Na, ja, steuern wir, sollten wir sogar ziemlich direkt darauf zusteuern. Okay, dann baue ich mal. Wir brauchen erst einmal hier Treppen, die nach oben führen. Da würde ich fast sagen, wir machen gleich ein hohes Stockwerk. Da müssen wir aber hier nochmal ausbauen, dann sonst geht das nicht. Mache ich das mal so. Und so. Dann brauche ich hier von der Weile wieder das Zeug, was quasi an uns vorbeischwimmen würde. Wo willst denn du die Außenwand hinmachen? Willst du die Außenwand direkt hier an die Außenkante von den Dingern setzen? Oh, hi. Reichi. Moment. Ich sehe es mir gleich an. Jetzt schon repariert. Nee, willst du die quasi hier direkt, wo ich jetzt dran stehe, hinmachen, die Außenwand, oder? Nee, hier. An dieser Kante gut. Hier. Ja, dass man quasi diesen einen Rundgang hier noch außen rum hat. Genau, dass du da rumlaufen kannst und eventuell ein Ding werfen kannst, was schon. Ja, Haken beziehungsweise Hai. Dass du einen Hai auch abwehren kannst. Genau. Darum ging es mir jetzt eigentlich primär, weil wenn da direkt die Außenwand ist, weiß ich nicht, ob wir da so gut zum Hai-Verteidigen hinkommen. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, verdammt. Das ist ungleichmäßig, das gefällt mir nicht. Ja, also, ist egal. Warte mal, dann mach doch, Sekunde. Ach, du willst bis ganz nach hinten gehen. Wie gesagt, ich weiß oben, nicht. Oben drüber. Aber hier hinten unten bleibt frei. Also hier kommt die Wand unten hin. Okay. Aber oben, das Podest oben weiter nach hinten ziehen. Mhm. Gut, dann 2. Aber wir sind hier ungleichmäßig. Mhm. Achso, die kannst du nicht wieder abreißen, ne? Doch. Mit der Axt. Ja. Kannst du wieder wegmachen. Aber. Ist halt einmal da. Ja, doch, mach doch. Dann ist halt hier hinten. Dann ist halt hier hinten. Das mittlerste Ding ist dann bloß 1 breit.
Würde auch passen, weil das passt dann vorne zum Segel und allem dazu. Und zur Spitze. Wenn du richtig gehende Spitze vorne machen wie willst. Wie eins breit. Du hast ja immer, du hast jetzt halt immer Zweierbreite. Ja. Brauche ich auch. Und ich kann die Breite auch nicht ändern. Weil sonst kann ich keinen Boden oben bauen. Hm? Doch. Nein, ich brauche mindestens eine Zweierbreite. Autsch, hi. Dann haben sie das geändert, weil wie gesagt, Archie, das ging früher, dass du hier zwei Balken hattest. Und da einen Boden oben drauf bauen konntest. Ja, so geht's. Aber wenn die drei Abstand haben, dann kann ich hier... Nein, du sollst ja nicht drei Abstand haben. Du sollst hier einen Pfosten hinmachen. Ach so, und die jetzt. Zwei Pfosten ja, eins nach links ja, setzen. Ja. Okay. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Es sollte bloß ein Einser Abstand hinten drin sein. Und dann geht's. Davon rede ich doch. Hör mir doch zu. Ja. Du hörst mir einfach nie richtig zu. Drum kommen solche Missverständnisse zustande. Ja. Du mich auch. Was? Weißt du, was ja heißt, ne? Hab dich lieb. Aber ganz doll. Von ganz, der bösen Seite. Ganz doll. So. Okay, das heißt, du willst also dann tralali und tralala. Genau, dann hier einen. Zack. Ja. Und hier einen. Ja, und dann nochmal zwei weiter, nochmal einen. Genau da einen. Jawohl, genauso. Ja, perfekt. Dann hast du links und rechts trotzdem noch deine Symmetrie. Ja, aber stimmt. Kannst... oh nein, Harald, lass das. Noch stehe ich auf der Insel, du Sau. So, dann gehe ich mal ganz kurz hier hinten schwimmen und schauen, ob wir natürlich... Ja, geil. Was denn? Echt jetzt? Wir haben gerade die einzige Insel gefunden, wo es keinen Seetang gibt. Ernsthaft? Ah, doch, da unten. So, wo ist Harald? Harald, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Hä? Wo ist die Drecksau? Weiß ich nicht. Merke wahrscheinlich wieder dann, wenn er beißt. Ah, da kommt er ja. Hallo, mein Freund! Aber zu spät. Naja, einen Versuch habe ich noch. Dann gehe ich an Land, weil sonst verliere ich wieder alles. Ach Gott, ich bin einfach zu blöd dafür, es tut mir leid. Da ist das Segel im Weg. Hm? Wir müssen das Segel ein bisschen versetzen. Ja, gut, aber das wäre da auch mega im Weg. Hm. Ja, schau doch da ein bisschen doof aus. Segel. Nein, ich will das Segel nicht öffnen, ich will den verdammten. Okay. So. Segel könnten wir ja dann eigentlich mit nach oben drauf machen, oder? Weiß ich nicht, steht das nicht eigentlich immer unten? Nö, so teils. Du hast bei den drei Mastern hast du das Hauptsegel unten auf dem Hauptdeck und hinten auf diesem leicht erhöhten Deck, wo der Steuermann steht, ist aber auch immer noch eins. Ja, können wir gerne machen, aber ich habe kein Holz mehr. Drauer, du Klappstuhl. Was? Im Futterlager. Ich habe es jetzt einfach da reingelegt, weil es am einfachsten war. Naja gut, aber damit komme ich nicht weit. Ich hab nochmal 20. Na dann, ja gut, wir müssen halt weiter, ne? Mhm. Aber sonst kommen wir an kein Holz. Ja, ich will bloß trotzdem nochmal ganz kurz da unten schnell Seetang mitnehmen. Weißt du das? Wir bekommen Flossen und Taucherflaschen. Ist doch wichtig, dass wir können schnell schwimmen und dass wir können Harald auch davon schwimmen. Mhm. Ja, red dir das nur ein, du Blindgänger. Ne? Ja. Ich weiß schon, was du von mir denkst. Ich denke nur gut von dir. Ich habe nie schlecht von dir gedacht, mein Freund. Das kannst du mir jetzt wirklich nicht vorwerfen. Ja. Würde ich auch nie. So, wollen wir mal kurz schlafen, dass ich da unten mehr sehe? Können wir machen? Sekunde, ich setze... Halbe Let's Play besteht aus Schlafen. Ich setze nur noch mal das Segel kurz. Hm? Wieso setzen? Achso, hinstellen. Hinstellen wieder. Noch was trinken und dann komme ich ins Bett. Ja, ich komme. Oh, kann tags. Wieso kann tagsüber nicht einschlafen? Weil es gerade hell geworden ist. Scheiße, das ist. Auch gut, dann halt nicht schlafen. Dann schlafen wir halt nicht. Lassen wir es halt, Mann. So, Harald, wo bist du? Wow, das wird hier oben echt eine schön große Fläche.
Ich kann das mit Harald einfach nicht. Das ist. Soll ich machen? Ich hab da Timing nicht drauf. Warte, ich mach das. Dann kannst du looten. Ja. Komm mal her, du Mistvieh. Hallo. Ich muss anlanden. Hallo, ich bin hier. Au. Einen Schnabberer gebe ich dir. So, jetzt kannst du. Wir sind weit genug weg, glaube ich. Mhm. Ich glaube, jetzt dürfte er nicht mehr an dich rankommen. Na, ich will bloß hier hinten mal schnell zu dem Seetang runtertauchen. Einfach, dass wir da genug haben. Wie gesagt, das andere Zeug würde ich jetzt gar nicht mitnehmen, weil Eisen und Schrott. Und Co. Schrott. Ah, okay. Weil wir haben keinen Schrott mehr. Au. Ja gut, da muss ich dann oben definitiv noch ein bisschen suchen. Ja gut, wenn ich dann, wenn wir dann eh schon ein bisschen die etwas größere Tauchtour betreiben, dann nehme ich das Eisen und den Kupfer auch gleich mit. Ja klar. Luft! Luft! Oh, oh, oh. Was sagt er? Luft! Luft! Das Leben war gerade ziemlich knapp. Echt, das Leben? Hm? Harald, ja, ich bin übrigens tot und mein Speer auch. Ah, okay. Ich muss ja, dann kommen wir mit hier unten looten. Ja, mein Problem ist, dass ich ja schon durch Harald fast tot war und jetzt wäre ich fast erstickt. Ich habe halt keinen Speer mehr dann. Ich brauche halt das. Oh nein, und mein Haken ist auch fast im Eimer. Hm. Ich kann doch jetzt nicht zum Schiff zurück und einen Haken bauen. Habe ich das Zeug für einen Haken vielleicht dabei? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Meistens eher nicht der Fall. Ich habe nichts davon. Und hast du eigentlich genug Trockenziegel für drei weitere Öfen zusammenbekommen? Ja. Ah, okay. Weil dann lasse ich nämlich Sand und Lehm erst einmal Sand und Lehm sein. Ja, Sand und Lehm brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber wie gesagt, mein Haken ist gleich kaputt. Ich brauche einen Haken, sonst kann ich nicht mitlooten. Jetzt, wo Harald tot ist, Mann. Ja. Ja, jetzt bricht er gleich. Ja, jetzt ist er weg. Und hier ist noch so viel. Hier ist Kupfer, Eisen, Schrott. Da hinten ist noch Seetang. Mhm. Ja gut, Seetang kannst du einfach so aufheben, aber... Ja, ich habe hier auch noch ein bisschen Eisen und Schrott und Co. Das Problem ist, ich habe kein Holz, um mir ein... Doch, hier ist Holz drin. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich erstick gleich. Ich erstick wieder gleich. Das ist doch scheiße. Einen Bolzen brauche ich. Ah, da ist ja noch ein fertiger Bolzen, den nehme ich gleich. Mhm. Okay, ich gehe nochmal los. Ja. Zurückschwimmen, Mann. So. Ah, da ist noch. Wenn Harald Seetang schon mal tot ist. Dann müssen wir das definitiv nutzen. So. Schwimmt hier auch noch irgendwo Eisen an den Wänden rum. Nein. Den Seetang da. Boah, ich muss wieder auftauchen. Luft. So, wieder runter. Und die Folge ist vorbei. Sehe ich gerade. Wir sind schon wieder bei 23 Minuten. Hallo? Ups. Hallo? Ups. Okay, Freunde. Oder wisst ihr was? Ich mache das heute mal anders. Ich habe mir da was überlegt. Das habe ich mir ganz allein ausgedacht. Freunde der Sonne und der Nacht. Es hat mal wieder Spaß gemacht. Klaut er mir einfach den Spruch. Ich glaube, ich spinne. Ja, meine Freunde. Und so zerbröselt der Keks nun mal. Ja. Ich zerbrösel dir gleich deinen Keks. Och Mann. Okay, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Salut. Jo, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.